Spaß haben und Geld verdienen. Die Gründe, weshalb Menschen auf Sportwetten setzen oder an Automaten zocken, ist denkbar simpel. Aber aus Spaß kann eine Sucht werden. Du bist wie in einer anderen Welt. Du kriegst von außen nichts mehr mit. Im Umsatzbereich liegen wir auf jeden Fall im Millionenbereich, ja. Spielsucht entsteht aber nicht nur in der Spielhalle oder beim Wettspiel. Die Gefahr lauert auch beim Zocken auf Konsolen oder Handys. Eigentlich schäme ich mich auch dafür, dass ich danach süchtig war, weil das hat halt jetzt mein ganzes Leben beeinflusst, dieses einzige Spiel. Doch wie kommt man runter von der Sucht? Kann auch eine Schocktherapie helfen? Es ist grauenvoll. Ich bin völlig am Zittern, also ich habe echt Panik. Und welche Rolle spielt der Staat im Glücksspielbusiness? Wenn es um Glücksspiele geht, haben die meisten sie im Sinn. Junge Männer, die das Zocken abfeiern. Du fragst dich, warum ich kein Auto hab, weil ich spiel jeden Tag Automat. Bis vor kurzem waren 90% derjenigen, die sich wegen Glücksspielproblemen in einer Beratungsstelle gemeldet haben, männlich. Doch zunehmend werden auch Frauen spielsüchtig. Zum Beispiel Nicole Dreifeld, 34, Mutter von 2 Kindern. Seit 2018 ist sie glücksspielfrei. Ihr Einstieg in die Sucht kam beiläufig. Ich habe 10 Jahre als Spielhallenaufsicht dabei zugeguckt, wie Menschen Haus und Hof verlieren, und bin trotzdem der Sucht verfallen, indem ich, wie wir so schön sagen, wenn du Pech hast, hast du am Anfang Glück, weil ich ja auch 4 Euro meines Trinkgeldes in den Glücksspielautomaten geschmissen habe, noch nicht mal dabei gesessen habe, sondern andere Geräte geputzt habe und auf einmal 54 Euro plus auf dem Automaten hatte. So ist meine Glücksspielsucht in Gang getreten. Es sind solche anfänglichen Gewinne, die viele triggern, weiterzumachen. So auch bei Nicole, die in 4 Jahren rund 30.000 Euro verzockt und alles um sich herum vergessen hat. Ich habe einen ganz tollen großen Sohn, den ich ganz lange belogen habe, nur dafür, dass ich spielen gehen konnte. Und von dem Geld, das ich uns als Familie gebracht habe, brauchen wir gar nicht sprechen. Was hätten wir für Urlaube machen können oder was hätten wir uns gönnen können, wenn ich dieses Geld nicht verspielt hätte. Und unter den Folgen leiden wir bis heute. Nicoles Mutter hilft ihr, von den Automaten loszukommen. Schließlich landet Nicole in einer Selbsthilfegruppe. Als ich das erste Mal in der Selbsthilfegruppe war, hat der damalige Selbsthilfegruppenleiter mir gesagt, wenn ich jetzt nicht aufhöre, verzocke ich das Leben meiner Kinder. Weil Kinder von Glücksspielsüchtigen ganz oft auch zu Glücksspielsüchtigen werden, weil sie keinerlei Mittel an die Hand kriegen, wie man Probleme anders löst, als sich in eine Sucht zu flüchten. Etwa 500.000 Menschen haben in Deutschland ein Problem mit Glücksspiel. Krankhaft spielsüchtig sind etwa 230.000 Menschen. Laut Dr. Tobias Heyer, Glücksspielforscher an der Uni Bremen, ist die Dunkelziffer weitaus höher. Bei der Glücksspielsucht, ich muss sagen, leider eine Besonderheit. Wir bezeichnen sie als Hidden Addiction, als heimliche, als verborgene Sucht. Weil im Gegensatz zu stoffgebundenen Suchterkrankungen ist sie noch schwerer von außen zu erkennen. Sie haben keine Einstiche wie beim Junkie. Sie haben keine Pupillenveränderungen wie beim Cannabiskonsumenten. Keine Fahne, keinen torkelnden Gang wie bei alkoholbezogenen Störungen. Das macht es leider für Betroffene einfacher, ihr Suchtverhalten über einen längeren Zeitraum geheim zu halten. Tobias Blümel war 15 Jahre jung, als er seine erste Sportwette setzte. Obwohl seine Eltern seine Sucht erkannten, konnten sie sie nicht aufhalten. Meine Eltern hatten das Gefühl, ich hatte schon ein Spielproblem. Und für meine Eltern war das ganz wichtig, dass ich hier hinkomme, um mir Hilfe zu holen. Heute sage ich, hätte ich das damals schon eingesehen, dass ich da vielleicht ein Spielproblem gehabt hätte, wären vielleicht einige Jahre nicht so gelaufen, wie sie jetzt sind. Denn ohne diese Einsicht begann für Tobias Blümel eine langjährige Zockerkarriere, die gigantische Ausmaße annahm. Im Umsatzbereich liegen wir auf jeden Fall im Millionenbereich. Ja. Ich habe sehr viele enttäuscht. Jungs vom Fußball habe ich in Mannschaftskasse geklaut zum Beispiel. Du bist halt als Glücksspielsüchtiger der größte Schauspieler, den es gibt. Ne? Ich glaube, da gibt es keinen, der das besser kann. Vielleicht George Clooney, aber ich glaube, der schafft das auch nicht. Rücksichtslos greift er nach Geld, wo er nur kann. Über 17.000 Euro nimmt er aus der Kasse seines damaligen Arbeitgebers, um es im Casino zu verzocken. Wettbüros betrügt er im großen Stil. Ja, also man ist halt mit viel Bargeld reingegangen in so Läden am Anfang und hat dann versucht, die Mitarbeiter manipulativ zu
beeinflussen, dass sie für dich Live-Wetten kostenlos abgeben, was auch meistens funktioniert hat. Ja, und am Ende ist aber immer darauf hinausgekommen, dass ich kein Geld hatte und dass Strafanzeigen geflossen sind. Ja. Um Sportwetten zu platzieren, muss heute niemand mehr ins Wettbüro gehen. Mit der Legalisierung der Online-Wetten in Deutschland im vergangenen Jahr boomen Netzanbieter und erwecken den Eindruck, man könne mit Sport-Know-how richtig Kohle beim Setzen auf Sportwetten machen. Das zeigen auch die wissenschaftlichen Forschungen ziemlich klar, dass der Einfluss der eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten, der Skills, beispielsweise ein vermeintlicher Fußballsachverstand oder andere Analysen von Statistiken beispielsweise, eben nicht zu besseren Erfolgen beim Sportwetten abzielt. Sie brauchen ein Momentum dafür und das ist Glück. Das ist das Prinzip des Glücksspiels. Aber auf lange Sicht haben wir einen sicheren Gewinner und das ist der Glücksspiel hier, der Wettanbieter. Der Boom von Wettbüros und Sportwetten ist für den Bremer Innensenator Ulrich Meurer eine bedenkliche Entwicklung. Besonders problematisch ist für ihn die massive Werbung für Sportwetten. Dass für ein Suchtmittel geworben werden darf, will er verbieten. Ja, es gibt gute Gründe, warum man nicht für Alkohol wirbt, warum man nicht für Tabak wirbt. Und bei Sportwetten ist das genauso. Wir haben in der Bundesrepublik 500.000 Menschen, die spielsüchtig sind oder abhängig, gefährdet sind, die große Probleme produzieren, nicht nur für sich, sondern auch für ihre Familien. Und ich denke, eine solche Entwicklung muss man nicht befördern, sondern ein deutliches Zeichen dagegen setzen. In der Innenministerkonferenz hat Ulrich Meurer letztes Jahr versucht, ein Werbeverbot für Sportwetten durchzusetzen. Erfolglos. Die Liberalisierung des Marktes sieht er mit Sorge. Ich habe einige Erfahrungen gesammelt, auch in England. Die waren ja deutlich früher mit der Liberalisierung unterwegs gewesen. Und ich glaube, die Folgen gesellschaftlichen Schäden sind dort immens. Und inzwischen gibt es auch ein Umdenken in dieser Frage. Und ich finde, wir sollten reagieren, bevor wir ähnliche Probleme bekommen. Die Reaktion der Sportwettenanbieter? Der Anbieter Tipico schreibt in einem Statement, dass Werbung eine Möglichkeit sei, den natürlichen Spieltrieb in legale Bahnen zu lenken. Werbung ist für Tipico ein Informationsangebot an mögliche Nutzer. Marvin ist 22 Jahre alt und gerade dabei, seine Spielsucht zu besiegen. Ihn verführen keine Sportwetten, sondern Automaten. Du bist wie in einer anderen Welt. Du kriegst von außen nichts mehr mit. Du bist halt nur noch da, bist auf diesen Bildschirm fixiert. Und das ist grauenvoll. Zum Monatsende verprasste der Azubi seine Kohle in der Spielhalle. Um seine Sucht zu befriedigen, besorgte er sich Geld zum Zocken, wo er nur konnte. Ich habe einen Handyvertrag gemacht. Und habe das Handy nicht selber genutzt. Ich habe das Handy direkt verkauft, um damit halt zocken gehen zu können mit dem Geld, was ich von diesem Handy bekommen habe. Ja, das ist der Moment gewesen, diese Existenzangst, einfach zu wissen, okay, scheiße, ich bin kurz davor, in die schiefe Bahn zu rutschen. Alles zu Geld machen, um weiter zu zocken. Das kennt Tobias Blümel. 19 Monate saß er für Wettbetrug im Gefängnis ein. Nun engagiert er sich in der Suchtprävention und arbeitet zum Beispiel mit der Caritas zusammen. Es ist ein Geschenk, den Leuten meine Sache mitzugeben. Weil auch viele Betroffene oder Glücksspielsüchtige, die freuen sich, mit mir zu arbeiten, weil ich ihnen aus der Seele rede. Ich rede nicht aus der Theorie, sondern ich rede aus der Praxis. Und die können das spüren und ich kann das spüren, wie die mir gegenüber sind. Das macht einfach unfassbar viel Spaß, tut mir aber auch weiterhin gut, dass das Thema Glücksspielsucht zu meinem Leben dazugehört. Das stillgelegte Gefängnis des Amtsgerichts Petershagen ist der Schauplatz für ein Experiment. In dieser Originalzelle möchte der Ex-Knacki Marvin spüren lassen, wohin seine Spielsucht führen kann. Schocktherapie in einem ehemaligen Gefängnis. So, und deswegen, das muss halt einfach immer wieder vor Augen geführt werden, wo einem Menschen diese Sucht hinführen kann. Ich hätte auch niemals gedacht, dass die mich ins Gefängnis bringt, weil es in Anführungszeichen nur Bargeld ist. Mhm. Ich betone in Anführungszeichen, aber es ist quasi unser Suchtmittel. Ja, und mein Suchtmittel oder auch dein Suchtmittel hat mich quasi ins Gefängnis gebracht. Ne? Ja.
Marvin soll so lange in der Zelle aushalten wie möglich. Aber zuerst wird ihm sein Hab und Gut abgenommen, wie im echten Knast. Etagenbett, Spind, Tisch und Stuhl. Hier wird Marvin gleich einsetzen. Wow. Wie fühlst du dich, wenn du das hier so erlebst? Oder was geht in dir vor? Also so, wo ich jetzt hier drin sitze, ist schon dieses Gefühl, oh Gott, okay. Man fühlt sich eingeengt, man hat Angst. Ich lasse dich jetzt hier mal alleine, dass du dir mal das alles noch mal in Ruhe zu Gemüte führst und alles mal wahrnimmst und aufsaugst, was hier passiert. Und dann sprechen wir uns noch mal. Machen wir. Was wird die Schocktherapie bei Marvin auslösen? Dass schon Kinder Glücksspielsucht gefährdet sind, hat die Familie von Ulrike Wolpers erfahren. Ihr Sohn war noch ein Kind, als er süchtig nach einem Online-Spiel wurde, das er auf seinem Handy spielte. Er war 10,5, als er angefangen hatte, und die Probleme, die massiven Probleme, gingen eigentlich schon nach 2-3 Monaten los. Und tatsächlich wurde dann nach 9 Monaten eine Sucht schon diagnostiziert. Dass das Spiel ihren Sohn in die Therapie führen würde, ahnte die Mutter damals nicht. Brawl Stars gilt auch als Glücksspiel und benutzt ganz genaue Mechanismen, um halt praktisch so ein Suchtverhalten auszulösen. Und das war mir nicht bekannt. Das Spiel ist zwar kostenlos, teuer sind dagegen die Lootboxen, mit denen Spielfiguren verändert oder neue Fähigkeiten erworben werden können. Je seltener die Kiste, desto bessere Charaktere, beziehungsweise die Chance, bessere Charaktere zu ziehen, desto besser ist es halt. Und ja, darauf war halt dann dieser Hype, diese Boxen zu kriegen und dann bessere Charaktere als die Freunde zu haben. Diese Extraleistungen werden über sogenannte In-App-Käufe abgewickelt. Die Kosten werden dann über die Telefonrechnung oder Kreditkarte eingezogen. Die Rechnungen flatterten halt dann mit ein paar Tagen oder Wochen Verspätung bei uns ins Haus. Und wir waren total schockiert. Das waren anfangs so 80 Euro, dann 120 Euro. Und wir taten natürlich alles, damit er nicht wieder spielen konnte. Und hatten auch das Handy wieder weggeschlossen. Und dann kamen immer wieder neue Rechnungen. Dann haben wir halt erkannt, dass er offensichtlich es wieder geschafft hatte, zu diesem Spiel zu kommen. Und in Summe waren das über 800 Euro. Dass sie die Funktion In-App-Käufe deaktivieren konnte, wusste sie damals nicht. Für Dr. Tobias Heyer werden mit solchen Spielangeboten neue Kunden für Glücksspiele angeworben. Wenn wir über Lootboxen reden oder Glücksspielelemente im Rahmen von Computerspielen, dann ist die eigentliche Zielgruppe eher jung. Das sind junge Leute, die teilweise wettbewerbsorientiert sind. Die sollen in den Glücksspielbereich gelockt werden. Um die Spielsucht ihres Sohnes in den Griff zu bekommen, ging Ulrike Wolpers mit ihm in die stationäre Therapie. Über diese Zeit hat sie auch ein Buch geschrieben, Mein fremdes Kind. Heute wird der Spielkonsum von Lenny weiterhin kontrolliert und die Familie achtet darauf, was er spielt. Seine Sucht ist ihm heute peinlich. Also eigentlich habe ich jetzt bei den meisten Spielen keine Angst mehr, süchtig zu werden, weil ich jetzt eigentlich Kontrolle darüber habe, nicht mehr süchtig zu werden. Aber trotzdem spiele ich nicht mehr Glücksspielspiele, so wie Brawl Stars oder so, sondern eher so Spiele, die nicht so abhängig machen, beziehungsweise nicht so leicht zum abhängig machen sind. Eigentlich schäme ich mich auch dafür, dass ich danach süchtig war, weil es hat halt jetzt mein ganzes Leben beeinflusst, dieses einzige Spiel. Zurück bei unserem Schockexperiment im Gefängnis Petershagen. Marvin ist während seines Aufenthalts überhaupt nicht zur Ruhe gekommen, konnte nicht schlafen. Obwohl er nur 2 Stunden in der Zelle einsaß, ist er offensichtlich aufgewühlt. Tobias trifft auf einen völlig aufgelösten Marvin, der starke körperliche Reaktionen zeigt. Es ist grauenvoll. Wie man sieht, ich bin völlig am Zittern. Also ich habe echt Panik. Unbeschreiblich. Boah, es ist. Ich kann mich gar nicht beruhigen. Es ist wirklich heftig. Es ist einfach nur heftig. Allein so eine kurze Zeit.
eigentlich schon so dermaßen ein. Ich wusste in dem Moment, wo ich drin war und die Tür zuging, ich wusste schon nicht mehr, was los ist. Genau. Es war so ein, wie so ein Schalter im Kopf, der legt sich um und du bist weg. Genau. Das ist Wahnsinn. Krass. Wichtigste Gut im Leben ist die Freiheit. Und das ist, auf jeden Fall. Und die Freiheit hat mehr Wert als jeder Euro. Und das ist so. Für Marvin ist das Experiment hoffentlich hilfreich, um endlich vom Glücksspiel loszukommen. Ein Markt übrigens, an dem der Staat kräftig mitverdient. Alkohol erzielt jährlich Steuereinnahmen in Höhe von etwa 3,2 Milliarden Euro. Glücksspiel dagegen 5,4 Milliarden Euro.